Klaus Wagenbach, Die Freiheit des Verlegers. Erinnerungen, Festreden, Seitenhiebe. Aus dem zum 80. Geburtstag soeben erschienenen Buch lesen Freunde, Autoren, Weggefährten. Hermann Beil, Carmen Maja Antoni, Franz Wittenbrink, Catherine Fried, Sophie Reuss, Barbara Sichtermann, Lucia Braun, Andrzej Herndin und Bent, Wolfgang Thierse, Otto Schiebi, Hans Zischler, Maike Albart, Inge Feltrinelli, Horst Bredekamp, Günter Grass, Klaus Völker, Volker Ludwig, Hans-Christian Ströbele, Michael Krüger, Paul Pustet und Otto Sander. Und zum Schluss dirigiert Hermann Beil den ersten Berliner Buchhändlerchor. Matinee am 20. Juni 2010 im Berliner Ensemble. Danke an das Theater, das Berliner Ensemble, was uns Gastgeber war, und Hermann Beil als Direktor des der Gastgeberei. Eine Frage bleibt natürlich unbeantwortet. Und das müssen unsere Urenkel beantworten über die Zukunft der Bücher. Aber das kann man, das glaube ich, eine der letzten Zeilen in meinem Buch, wo ich das mal ein bisschen versucht habe zu beschreiben. Nämlich, man muss sich, Zukunft der Bücher ist ja einfach, man denkt sich den Urenkel. Also ist ungefähr die Zukunft. Und der Urenkel geht auf den Dachboden und findet was. Er findet ein Buch. Und daneben liegt so ein, wie heißt das Zeug, digitaler Datenträger. Da liegt so ein Kästchen, so ein graues Kästchen. Dann guckt er sich das an, was mag das wohl sein? Da steht Programm, euer Programm gibt es nicht mehr, ist abgestürzt. Auch schon 10 Jahre alt. Wo ist die nächste Steckdose? Haben wir eine Steckdose? Der Server ist kaputt. Dann nimmt er den anderen Gegenstand, den lässt er fallen, weil mit dem ist nichts anzufangen. Nicht in, sagen wir, 50 Jahren. Und dann guckt er, nimmt er so ein Buch und sagt, was mag das wohl sein? Vielleicht kann er ja noch lesen. Und dann pustet er den Stab weg und dann findet er so ein paar Sachen. Er findet, vielleicht wenn er Glück hat, findet er etwas in dem Buch auch noch. Ein Rosenblatt. Oder ein Eselsohr, von mir geschätzt sehr. Hat er da aufgehört oder ist er unterbrochen worden? Dann findet er natürlich auch Anstreichungen. Oder so einen kleinen Hammer und Sicherer. Ah, der Urgroßvater war doch solche Sachen. Also Bücher, die überleben uns ganz sicher. Versprochen.